Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zurück. Wir besprechen heute einen Oud- und Kaffeeduft von Mancera und ob der gut ist, das erfahren wir nach dem Intro, also bleibt einfach dran. Ja, auf dem Weg nochmal. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Martin und hier dreht sich alles um das Thema Parfüm. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen. Und wie schon im Titelbild zu sehen, beziehungsweise wie auch schon vor dem Intro besprochen, reden wir heute über den Oud Café von Mancera. Und das ist eine Marke, das muss ich gleich dazu sagen, mit der ich lange, lange Zeit auf Kriegsfuß stand. Das heißt, ich habe vor diesem Duft sehr, sehr viele Mancera-Düfte und auch sehr, sehr viele Montal-Düfte riechen können und bin irgendwann zu dem Eindruck gekommen, dass Pierre Montal kein guter Parfümeur ist. Und erst mit dem Oud Café hat sich ehrlich gesagt diese Meinung ein bisschen geändert. Denn wer die Düfte von Montal kennt, speziell von Montal, der weiß, dass hier extremst auf Synthetik gesetzt wird und der weiß auch, dass die Düfte dadurch zwar eine extreme Haltbarkeit haben, aber wie gesagt, also mir gefällt dieser extrem synthetische Ansatz von Montal und auch stellenweise auch von Mancera-Düften nicht sonderlich gut. Ja, deswegen war ich mehr oder weniger erstaunt, als ich dann den Oud Café gerochen habe, weil ich auf der Suche nach einem guten Kaffeeduft war. Und da hat mir der Oud Café dann ehrlich gesagt so gut gefallen, dass ich mich noch ein bisschen näher mit der Marke beschäftigt habe. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, beziehungsweise es wird in Zukunft auch noch einen Hausbesuch für die Marke Montal geben, weil von denen habe ich jetzt nun doch mittlerweile dann, glaube ich, 6 oder 7 ganze Flakons im Regal stehen und ich glaube mindestens 10 Abfüllungen von anderen Düften, sodass wir ungefähr auf 16, 17 Düfte kommen, die wir dann in einem Video ganz schnell besprechen. Dann habt ihr einen guten Überblick über die Marke. Und wie gesagt, ich habe euch dann das Video über Montal noch präsentiert. Heute aber geht es, wie schon gerade gesagt, um den Oud Café der Marke Montal. Und das ist, wie der Name verraten lässt, ein Kaffeeduft, der mit Oud arbeitet. Ja, der Oud Café ist 2013 erschienen und stammt aus der kreativen Hand mehr oder weniger von Pierre Montal. Und das ist immer so eine leicht schwierige Geschichte, das auseinanderzuhalten. Also Pierre Montal, der meiner Meinung nach mit richtigem Namen nicht Pierre Montal heißt, aber das sei mal nur dahingestellt, ist der Schöpfer der Marke Montal und ist aber gleichzeitig auch Parfümeur für die ganzen Düfte von Mancera. Und Mancera ist, so wie ich das verstanden habe, die Marke von Pierre Montals Tochter, die da die kreative Leitung hat und die Düfte werden trotzdem von Pierre Montal kreiert. Also wie gesagt, der Duft ist 2013 erschienen. Ich würde den als gourmandisch würzig bezeichnen und das ist in meinem Fall hier eher eine Seltenheit, dass ich Düfte aus dem Genre Gourmand hier zur Rezension habe, weil oftmals mir diese Düfte einfach immer zu sehr ins Süße driften. Das ist hier beim Oud Café von Mancera nicht der Fall. Wir machen aber als erstes Folgendes, so wie wir das bisher immer gemacht haben. Wir gucken uns mal den Flakon bzw. die Präsentation von dem Duft in der Nahaufnahme an und dann sprechen wir über die Duftpyramide, über die Duftbeschreibung, wie ich den Duft einschätzen würde und alles andere. Ja, wir haben hier den ganz klassischen Mancera-Flakon mit einem sehr, sehr schönen Farbverlauf, wie ich finde. Also oben vom fast schwarz, vom dunkelbraun runter ins leicht hellbraun, fast schon ins Bernsteinartige. Gehend vorne haben wir einen goldenen Sticker drauf mit dem Namen des Hauses und dem Duftnamen sowie der Konzentration. Also wir haben hier ein Eau de Parfum in einem 120 ml Flakon. Der Verschlussdeckel ist in dem Fall von diesem Flakon hier noch abschraubbar. Da gibt es gleich noch eine Info dazu. Der Sprüher ist
im Fall von meinem Flakon leider nur mittelmäßig. Also da habe ich schon deutlich bessere Sprüher bei preiswerteren Düften gesehen. Und ansonsten ist das aber meiner Meinung nach von der Präsentation her eigentlich ganz gelungener Eindruck. Ja, wir kommen noch mal ganz kurz zum Thema Flakon bei der Marke Mancera. Ich habe den Oud Café Flakon jetzt hier noch mal in der Hand und zeige euch das mal. Es gibt die älteren Flakons, wie ich sie jetzt hier habe, die einen Schraubverschluss oben haben. Da ist das Problem, dass man diesen Schraubverschluss oben am Gewinde auch komplett abschrauben kann. Das ist zum einen zwar der Vorteil, dass man sich dadurch die Düfte relativ leicht umfüllen kann, zum Beispiel in den Travel Atomizer, wenn man was mitnehmen will. Ist auch der Vorteil, wenn jemand ein Sharing mit einem Duft macht, zum Beispiel auf Profumo, weil er dann ganz gut an die Flüssigkeit von dem Duft rankommt. Ist aber natürlich auch im Falle von Gebrauchtmarktkäufen ein bisschen eine schwierige Situation, weil man im Grunde genommen oben, wie gesagt, den Sprüher abschrauben kann, den Inhalt des Duftes bzw. die Flüssigkeit abfüllen kann und dann was anderes reinfüllen kann und das dann wieder verkaufen kann. Ich glaube, das hat irgendwann die Marke Mancera dann auch verstanden, dass das nicht so gern gesehen ist, und die haben dann auf neue Flakons umgestellt, die im Grunde genommen zwar von der Form her gleich sind, die dann oben eine magnetische Verschlusskappe haben und die auch nochmal an den Sprühern meiner Meinung nach deutlich gearbeitet haben. Also wir haben hier in dem Fall von dem Duft, ich zeige euch das jetzt auch nochmal gleich hier, einen relativ kurzen bzw. einen relativ schnellen und relativ unsauberen Sprühstoß. Und die neuen Sprüher von Mancera sind drucksensitiv, das heißt, ihr könnt da mit einem Fingerdruck, je nachdem wie stark ihr drückt, die Intensität des Sprühstoßes sehr, sehr fein regulieren. Das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, haben wir in dem Fall von dem Flakon hier nicht. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir gucken uns mal ganz kurz zusammen die Duftpyramide auf Parfumo an. Und da werden wir sehen, dass wir in der Kopfnote unter anderem Pfirsich, schwarze Johannisbeere und Bergamotte haben. In der Herznote haben wir Amber und Kaffee. Und in der Basisnote das namensgebende Oud, Sandelholz und weicher Moschus. Und wir machen jetzt einfach Folgendes. Ich habe hier noch einen Sprüh. Beziehungsweise ich habe hier noch einen Duftstreifen, der leer ist. Und da sprühe ich mir jetzt den Oud Café nochmal auf. Und was man direkt merkt beim ersten Sprühen, der Duft ist wie die meisten Mancera, beziehungsweise auch wie die meisten Montal-Düfte, sehr, sehr potent. Also die sind sehr, sehr stark. Und ich habe hier ehrlich gesagt beim ersten Sprühstoß, und das ist dabei unabhängig, ob ich den auf den Teststreifen sprühe oder auf meine Haut sprühe, habe ich eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr dunkle Kaffeenote im Opening. Und ich rieche hier ehrlich gesagt vom Pfirsich, der in der Kopfnote sein soll, so gut wie gar nichts. Ich kann mir so ein bisschen was unter der schwarzen Johannisbeere vorstellen. Bergamotte rieche ich auch wirklich überhaupt nicht. Also ich habe hier im Opening meiner Meinung nach so gut wie gar keinen frischen Kick, wie man ihn eigentlich jetzt aus dieser Duftpyramide vermuten könnte, sondern ich habe hier direkt auf dem Teststreifen die richtig angenehme Kaffeenote, die im Opening, und das muss ich dazu sagen, und das ist gerade das, was diesen Kaffeeduft für mich hier so interessant macht, eine Kaffeenote, die nicht zu süß ist. Das heißt, wir reden hier nicht über einen Starbucks-Kaffee mit 10 Esslöffel Zucker, wo man dann wirklich das Gefühl hat, dass man direkt, nur wenn man mal ganz kurz dran nippt, schon Karies bekommt. Also wir haben hier eine sehr, sehr herbe, wie ich finde, eine sehr, sehr herbe und sehr, sehr dunkle Kaffeenote, die, wenn man ganz ehrlich ist, sich mit dem Oud jetzt hier schon direkt im Opening verbindet und die dann eine Kombination eingeht, die, so blöd wie das klingt, aber ich habe da irgendwie scheinbar ein Faible für, das riecht für mich ein bisschen nach Möbelpolitur. Das geht so in diese Richtung von Holzpolitur. Das hat so eine leicht stechende medizinische Note, die aber vielleicht ist sogar leicht stechend, vielleicht sogar übertrieben, aber die hat so eine leicht medizinische Note im Opening. Das wird wahrscheinlich das Oud sein. Wer sich mit Oud-Düften von Montal bzw. von Mancera auskennt, der weiß, dass die in der Regel vom tatsächlichen Oud-Geruch, wie man den aus wirklichen Oud-Destillaten kennt, schon massiv unterscheidet. Also Pierre Montal hat für mein Empfinden nicht das beste Händchen, wenn es um das Thema die Kreation von authentischem Oud geht, aber es ist trotzdem ein Oud-Geruch, den man nachvollziehen kann.
Der ist in dem Fall halt meiner Meinung nach ziemlich tief, also tief dunkel, zähfließend, fast schon ein kleines bisschen ins Rauchige gehend und verbindet sich, wie ich schon gesagt habe, mit der Kaffeenote meiner Meinung nach absolut wunderbar. Und ich finde gerade so diese Kombination aus den eher dunkleren, gerösteten Kaffeenoten und dem leicht medizinischen Oud, was so ein bisschen so in diese Richtung Möbelpolitur bei Mancera geht, ist das, finde ich, ein absolut toller, tragbarer Kaffeeduft, der gerade Leuten gefallen dürfte, die mit Kaffeedüften so ihre Probleme haben, weil die immer zu süß sind. Und das ist halt wirklich so eine Thematik. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang, und da kommen wir dann auch nochmal zu den Alternativen am Ende von dem Video, es gibt von Mugler, gibt es einmal den Pure Coffee, der mittlerweile eingestellt ist. Es gibt auch den Pure Tonka. Im Grunde genommen ist ja die gesamte Mugler Amen-Reihe für diese leicht vorhandene Kaffeenote beliebt. Ich würde die Mugler-Reihe, die Amen-Reihe, zwar wahrscheinlich eher auf den Patchouli runterbrechen. Das heißt, auf diesen leicht dunkelschokoladigen Patchouli, der da im Hintergrund ist. Aber es ist auch in fast allen Amen-Düften immer eine Kaffeenote vorhanden. Und gerade das Opening von dem Pure Coffee war meiner Meinung nach wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Der hatte dann einfach nur das Problem, dass er, ja, sobald das Opening verflogen war und der Duft sich dann eigentlich, ich sag mal, in seine Grund-DNA aufgemacht hat, dass der viel zu süß war. Und das ist ein Problem, was die meisten Kaffeedüfte haben. Es gibt ja auch den Rojas Men, der in eine Kaffeerichtung gehen soll. Ich habe den hier auch. Das ist der Flakon, der mehr oder weniger eher an Sexspielzeug erinnert, was nicht ganz stilsicher geworden ist. Der riecht für mich persönlich kaum nach Kaffee. Der riecht, wenn überhaupt, für mich dann wirklich nach ganz, ganz, ganz stark gesüßtem Milchkaffee, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Wie gesagt, dann gibt es den Mugler, den Pure Coffee und den Pure Tonka. Die haben im Opening jeweils eine relativ herbe Kaffeenote, die dann aber relativ schnell verfliegt. Dann hatte ich vor kurzem hier von Robert Piquet den Oud Divine. Der hat auch eine eher dunkle, Kaffeenote im Opening, die dann mit dem Oud sich verbindet. Aber hier ist mir das Oud dann ehrlich gesagt fast ein bisschen zu stickig gewesen. Also der hat mir auf Dauer wirklich nicht gefallen. Dann gibt es von der Marke Kerosin einen Kaffeeduft. Ich glaube, das ist der Follow. Den fand ich auch zu süß. Deswegen, ich war erstaunt, als ich den Oud-Kaffee von Mancera das erste Mal gerochen habe, dass der für mich persönlich eher in so eine dunkle, geröstete Kaffeenote geht. Und so bleibt der Duft im Grunde genommen über den gesamten Duftverlauf. Wir reden hier über eine Haltbarkeit von, ich würde jetzt einfach mal sagen, für Mancera immer noch eher im unteren Bereich, das muss ich dazu sagen. Wir reden hier so über 7 bis 8 Stunden, wo der Duft wirklich sehr, sehr deutlich wahrnehmbar ist. Der wird nach, ja, ich würde sagen, der wird nach 2 Stunden relativ hautnah. Das heißt, der strahlt dann nur noch in einem bestimmten Radius von der Haut ab, die man aber trotzdem relativ gut noch wahrnehmen kann. Aber nach 8 Stunden ist dann meistens Schluss. Und wer die Mancera-Düfte kennt, der weiß, dass die im Grunde genommen auch 14, 15 Stunden durchpowern können. Und das auch mit einer brachialen, Abstrahlung von der Haut. Ist in dem Fall hier nicht so. Finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Ich bin kein Fan von allzu lauten Düften, wenn sie dann zu sehr mit Synthetik arbeiten, was die Mancera-Düfte ja leider machen. Aber deswegen diese 7 und 8 Stunden, die finde ich hier absolut ausreichend. Jetzt kommt, also so nach ein paar Minuten auf dem Teststreifen, kommt dann so diese schwarze Johannisbeere durch. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Das muss man wahrscheinlich einfach mal selber gerochen haben, um schwarze Johannisbeere in dem Duft zu identifizieren. Das hat sowas, ich würde das immer mit leicht staubig bezeichnen. Also man riecht jetzt nicht unbedingt diese schwarzen Beeren, sondern eher sowas leicht staubiges, was im Hintergrund agiert, was man im ersten Fall erst, was man im ersten Moment erst für das Oud halten kann. Aber das Oud ist es in dem Fall wirklich nicht. Das ist schon die schwarze Johannisbeere. Und ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz auf die Duftnoten, was wir sonst noch drin hatten. Ich glaube, wir hatten noch Moschus drin. Rieche ich ehrlich gesagt nicht viel. Sandelholz haben wir auch drin. Sandelholz ist ja meistens immer in sowas cremig-milchiges gehend.
merke ich hier auch nicht und darüber bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh. Deswegen, um mal ganz kurz zum Schluss von der Duftbeschreibung zu kommen, wir haben hier einen, wie ich finde, sehr, sehr schön ausgeformulierten Kaffeeduft, der im Opening auf eine eher dunkel geröstete Kaffeenote setzt, die sich dann im Verlauf des Duftes mit dem Oud wunderbar ergänzt. Das Oud hier, muss man ganz ehrlich dazu sagen, riecht relativ synthetisch, also nicht sehr naturbelassen. Ich glaube, hier wird auch nicht ein Tropfen richtiges Oud-Öl drin sein. Das macht aber auch nichts. Das Oud erinnert mich hier persönlich eher an eine Art von Holzlasur bzw. von Möbelpolitur. Manche haben sogar gesagt, es geht in eine Richtung von Schuhpolitur. Das kann ich nachvollziehen. Es hat also so etwas ganz leicht Medizinisches und verbindet sich aber, wie ich finde, wunderbar mit der Kaffeenote. Und da bleibt mir am Ende dann wirklich nur zu sagen, dass es von den vielen Kaffeedüften, die ich in den letzten Jahren getestet habe, der Kaffeeduft ist, der mich am ehesten begeistern kann. Gerade auch in der Verbindung mit dem Oud. Das ist ein Duft, der, wie ich finde, toll in den Winter passt, da halt auch so eine leicht wärmende Ausstrahlung hat. Und als Alternativen hatten wir vorhin ja mehr oder weniger schon drüber gesprochen, es gibt den Rojas Men, das ist ein lavendelbasierter Kaffeeduft, der mich aber ehrlich gesagt eher an einen ganz, ganz süßen Milchkaffee erinnert. Es gibt den Mugler Pure Coffee aus der Amen-Reihe, leider eingestellt. Ich habe letztens nochmal geguckt, was dann Flakon bei eBay kostet. Da seid ihr bei 140, 150 Euro, wenn ihr Glück habt. Wäre mir ehrlich gesagt nicht wert. Dann haben wir, wie gesagt, von der Marke Kerosene den Follow. Hat mich auch nicht überzeugt, war mir im Try-Down auch zu süß. Ich hatte mal, und das wird jetzt die Bryn Lomros-Fans unter euch freuen, weil ihr ja, wenn ihr das Zoologist-Video gesehen habt, dass ich mit Bryn Lomros so überhaupt nichts anfangen kann. Ja, ich hatte von Bryn Lomros mal den SM-Kaffee. Ich habe jetzt hier gerade auch nochmal Parfumo offen. Das ist auch ein Kaffeeduft. Der hatte nur folgendes Problem bei mir persönlich. Der hatte eine sehr, sehr authentische Kaffeenote, die eher so in Richtung dunkler Mokka ging. Allerdings hat Bryn Lomros diese Note mit einer, ich würde fast sagen, mit einer angeschwipsten Kirschnote verbunden, was so in Richtung Mon Cherie geht. Und das heißt, wir hatten dann einen Kaffeeduft mit Schuss, beziehungsweise einen Mokka mit Schuss. Und der war mir dann irgendwie durch diese angeschwipste Kirschnote einfach ein bisschen zu anstrengend auf Dauer. Wäre aber vielleicht für jemanden, der einen sehr, sehr herben Kaffeeduft sucht, auch noch eine gute Wahl. Das ist der SM Kaffee von Stranger Perfumes. Den könntet ihr euch auch mal anschauen. Und ansonsten sind wir im Kaffee-Genre dann mehr oder weniger am Ende. Also ich würde mir wünschen, es gäbe so viele Kaffeedüfte wie Rose Oud-Düfte. Da würde mein Herz aufgehen, aber das ist leider nicht der Fall. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier mehr oder weniger am Ende von dem Video angekommen. Wie gesagt, mir gefällt der Oud-Kaffee von Mancera ziemlich gut. Ist ein sehr, sehr schöner Kaffeeduft, der mit einer synthetischen Oud-Note arbeitet. Und wenn ihr den Duft schon mal gerochen habt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Und wir sehen uns ansonsten beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch wie immer bis dahin eine gute Zeit. Also macht's gut.